Grüß Gott, Leute, wie geht's euch? Ich war lange nicht so krass aktiv, ist euch wahrscheinlich aufgefallen. Gar nicht üblich für meine Verhältnisse. Früher jeden Tag ein Video, jetzt einfach in den letzten zwei Wochen kam pro Woche einfach ein Video. Es liegt einfach daran, ich habe einfach GTA tot gesuchtet. Und deswegen habe ich da auf eine Art immer ein bisschen eine kleine Pause gebraucht. Deswegen kamen auch in den letzten Monaten auch nicht so viele Videos. Ich habe die letzten zwei Wochen Velo jeden Tag 50 Stunden durchgesucht. Velo habe ich jetzt gelöscht, weil es keinen Sinn mehr macht. Leider, die Sucht hat mich gepackt. Es wurde zu Gefahr. Deswegen habe ich entsorgt. Und es ist halt was Gutes passiert. Durch diese Sucht, keine Ahnung warum, habe ich irgendwie wieder voll Bock auf GTA. Ich habe irgendwie wieder voll die Lust drauf bekommen. Aber nicht dieses permanente Gefangenen-Content, dies, das und so weiter. Ich will es halt so einfach machen wie früher. Ich werde auf Server gehen und ich lasse auf mich zukommen. Und wir werden wahrscheinlich viel mehr Action machen jetzt in den Videos. Ihr bekommt natürlich selbstverständlich ab jetzt wieder mehr Videos. Ich versuche, ich will nicht zu versprechen, aber jeden zweiten oder dritten Tag ein Video. Wobei GTA 6 Daily Content, vielleicht vorher schon Daily Content. Aber ich will die Qualität der Videos hochhalten. Es wird immer noch Cut drin sein und so weiter. Und das Wichtigste ist halt der Inhalt, die Qualität muss stimmen. Aber genug geschnackt. Ich denke, die wichtigsten Sachen wisst ihr jetzt. Es wird jetzt ein neues Zeitalter anfangen. Ich bin zurück. Es geht jetzt los. So, als erstes, ich zocke natürlich GTA RP. Was mache ich heute? Ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr, GTA-RP irgendwie alleine zu zocken. Auf Dauer, jetzt nach 12 Jahren wird mir das langsam langweilig, wenn man immer alleine zockt. Deswegen zocke ich jetzt mit meinem Bruder. Das wird sehr lustig wahrscheinlich, da wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Kacke jetzt passieren. Und ja, let's go. Hallo, was geht, du Schlauch? Halt's Maul, Lutscher. Okay, ich bin drin, ich gehe jetzt die Einreise machen. Die werden wahrscheinlich eh nicht wegkommen wie Missgeburten. Oh, das ist ein bisschen wie Geld am Zählen. Hallo? Guten Tag, ich bin der Herr Bergmann. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich bin der Hansen. Ich würde mal ganz gediegen mal mit deinem bitte einreisen, falls es wirklich wäre. Dann kommst du noch mit ins Büro. Na, selbstverständlich. Oh, Monaco, du Mon Oros, bist du, der fuckt mich voll ab. Was fragt er denn hier 10 Sachen? Ich ficke seine Mutter gleich, ja? Aber zum Beispiel, du könntest die Tasche. Gefangener Hurensohn, aber irgendein Familienvater hat nichts besseres zu tun, als dir 500 Fragen zu stellen. Oros, bist du, könntest du mal ein Kind, du Hurensohn? Essen wegnehmen, Trinken wegnehmen, aber so viel, dass sie sich noch versorgen können. Das ist halt das mal. Was ein Teacher, der ist so zeitverschwendender Typ. Und ich sag mal, Starthilfe kriegst du immer. Oh, super, das ist gut zu wissen. Gut, dann kommen wir mit. Nur zur Info, Neulinge stehen unter Beobachtung, ne? Ja, natürlich. Dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch. Ja, dafür nicht. Das hat sich jetzt auch ein bisschen in die Länge gezogen, weil ich ein bisschen unzufrieden bin. Nee, das war doch gar nicht lang. Es war im großen Maße. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Viel Spaß. Ja, pass, danke dir. Dir auch. Ciao. Achte bitte auf Essen und Trinken. Ja, mache ich. Ganz wichtig. Ja, klar. Alles klar. Ciao. Ciao. Oh, Monaco, du mein, ja. Also die Scheiße tue ich mir nicht an. Ja, musst du, wenn du reinkommen willst. Ich kann eine Regelwerk schicken, du musst dann einfach nur Ding F drücken, dann kannst du dir alles grün. Piss dich, Alter. Ich bin doch kein Jockel, Alter. Ich gehe doch niemals mit diesem Lappen da reden. Boah, was hast du für ein schnackiges, geiles Gefährt, Alter? Da hat sich die Einreise richtig gelohnt. Komm mal jetzt. Niemals. Ich rede doch nicht damit zum Markus jetzt 2 Stunden. Aber irgendwie musst du aufs Server kommen. Auf Krampf. Geht der da langsam auch noch raus, Alter? Weil der hat mich so aggressiv gemacht, so ein dummer Idiot, ne? So irgendein Familienvater, der nichts Besseres zu tun hat, irgendwelche Fragen zu stellen an einem Abend, in einem verkackten Game. Wie ernst das nimmt, so richtiges Opfer. Diese Programmierung war gut, ne, am Anfang? Ach Junge, das ist doch Hartz IV, aber das ist gratis runtergeladen aus dem Internet. Ja, Herr Officer, was gibt's denn? Einmal ganz allgemeine personenbezogene Kontrolle. Ah, hast du einen Grund, weil Jackie Wagen... Nein, Wände, Jungs. Wände, hast du gehört, du Pappnase, Abflucht, Wände. Peach. Du hast auf den geschossen? Ja, der hat mich auf mich geschossen, was soll das? Ja, da brauchst du dich beleidigen. Ich dachte, du bist Freund und Helfer, Alter, du schießt einfach auf mich ohne Grund, was soll denn die Kacke? Das kannst du nicht machen. Nackenklatscher. Hey. Nächstes Mal benimmst du dich, ja? Ja, das ist ein Eigenschutz, Eigenschutz. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut, aber ich habe ja gar nichts gemacht. Das ist, glaube ich, ein Kollegin. Peach, ja, Mann, danke, Mann. Ey, einfach, ich habe dafür einfach 20 Minuten Reise gemacht für so ein Scheiße. Oh mein Gott. Das ist so ein schlechtes, da habe ich 20, 30 Minuten in der Einreise geschimmelt. Alter, sag. Bin so ein Kack-Server. Ich hatte richtig viel Hoffnung bei den Gefangenen in der Einreise, dass das Server richtig gut ist. Dann kommt so eine Kacke raus, ja? Oh mein Gott, Alter. Das ist nicht mal ein Gefangener-Server.
Das ist nicht mal ein Gefangener, ein guter Server, das ist irgend so ein Troll-Server. Das ist das Schlimmste, wenn Leute Gefangene auf Troll-Servern irgendwie rumlungern. Und da einer auf Gefangen tut, obwohl der Server kacke ist. Nein, ich wurde gebannt von Lea. Bug-Abuse. Hier, Diamond City. Lass hier drauf, keine Einreise. Aha, man, ist Dirk Einreiseamt. Zack, zack, zack. Geschlecht wird Dirk hier gemacht. Gehen 8 Haare hier bis und da. Bisschen hier davon, Oberteil hier, zack, 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 T-Shirt, Hose, hier eine schnackige Hose, Schuhe da, zack, 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 bisschen runterscrollen, Augenbraue, damit wir nicht auffällig sind, hier bisschen Augenbrauen, zack, zack, fertig. Komm, jetzt mach mal hin, ansonsten werde ich ungemütlich, das wollen wir doch nicht. Du Glotze, Alter, deine Glotze ist richtig am Glänzen. Ich trag dich mal, damit du hier keinen Schaden bekommst. Oh, verdammt, hat wohl nicht geklappt. Hä, warum hat das nicht geklappt? Hey, wo kann ich nicht einsteigen, Alter? Steig ein. Ja, Olem, Wanda, ich raste gleich ein. Aus, ja. F. Ach so, mit F? War das früher nicht mit E? Nein. Okay, es geht los. Das sieht ja nach guten Rösti aus. Ah, da sind welche. Die angeln, irgendwelche Gefangenen. Guck mal, die Frau da. Komm, wir gehen. Die nehmen uns unter die Lupe, oder? Nein, nein, nicht. Bau keinen Kack, was machst du? Sorry. Ey, Kollege, was machst du denn? Du kannst doch nicht die Dame schlagen, meine Fresse. Wir nehmen dich mal bitte hier. Was machst du? Ey, hör auf zu schlagen. Ey! Ihr Wichser, Alter. Napion Amunakoim! Meine Hand ist ausgerutscht, Alter. Oh mein Gott, was ist das eigentlich für ein Simplan? Für eine Frau? Tamda Maul, Mordok. Oh Gott, so peinlich. Wenn wir nicht gebannt werden, können wir den gleich Hops nehmen. Wie küsst die China Amunakoim? Anders nüsst Jack. Ey, warum schlägst du den denn, naja? Ah, ich bin schon im Krankenhaus aufgewacht. Ich muss aber jetzt 15 Minuten warten, bis ich schlagen kann. Hammerhart, ja. Ich habe kein Auto, Junge. Oh Gott, jetzt muss ich laufen, ja. Ey, yo, Bro, was geht, Alter? Warum hast du mich denn kaputt geschlagen, Mann? Ich hab da gar nichts gemacht, Mann. Tut mir leid, amigo. Okay, Mann, alles cool, Alter. Alles cool. Was machst du hier, Alter? Gar nichts, ich chill ein bisschen. Willst du den Abend abklinkeln lassen, oder wie? Ja, genau, genau. Ja, das hört sich doch ziemlich interessant an, ne? Ja, und bei dir seid neu, habe ich gesehen. Ja, den einen, den habe ich im Flughafen aufgegabelt. Das war aber ein richtiger Vollidiot. Ja, kennst du den nicht? Nein, ich kannte den nicht. Der ist nur mit mir mitgefahren. Er hat nur direkt so eine Kacke gemacht, weißt du? Ah, okay, okay. Ja, sorry nochmal. Ja, ich dachte, ihr seid zusammen. Nee, Bruder, ich hatte nichts mit dem zu tun. Ja, nein, ich habe nichts gemacht, weißt du? Ich wollte ein bisschen hier den Abend abklicken lassen, so. Wollte mich jetzt bei Medizin auch demnächst bewerben, so, weißt du, ich meine. Ah, sehr schön, sehr schön. Das ist doch gut. Ist das deine Freundin da drüben? Ja. Wie lange seid ihr denn zusammen? Nicht so lange. Nicht so lange. Nicht so lange. Nein, nicht so lange. Ich, wie heißen Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin der Hans. Ich bin der Pablo. Man nennt mich auch Hans, mit dem großen Schwanz. 20 Zentimeter. 20? Bei dir? Klein, aber fein. Klein, aber fein, ich verstehe. Ich verstehe. Das klingt ja sehr vielversprechend. Ja, Kollege, hast du dich abgefunden? Eben, was soll das denn mit dem Schlagen eben? Kollege, mit dem Zopf, hast du die Sprache verschlagen? Hallo, hast du die Zunge verschluckt oder wie kann man das verstehen? Mahlzeit. Yeah. Oh, grüß dich, Kollege. Was sollte das denn nehmen? Warum hast du dich einfach losgeschlagen? Ja, meine Hand ist so ausgerutscht. Was hast du so? Ja. Musst du aufpassen mit der Hand, da kannst du nicht einfach hier die Leute schlagen, weißt du? Ich meine, der nette Herr hier war mit seiner Perle hier ein bisschen den Abend am Abklinken lassen und du hast die beiden gestört. Hast du recht. Kannst du dich umziehen vielleicht? Kannst du mal vielleicht auf entspannt zum Kleidungslagen fahren, nicht, dass du hier so rumläufst. Das ist doch, das schädigt doch dem Staat, weißt du, ich meine. Ich werde den ja fahren, aber hab jetzt leider kein Auto. Ja, ja, natürlich. Ich warte dann hier auf euch, ja. Alles gut, steig ein. Ja, bis gleich. Ich mach jetzt die Freundin von den Lappen. Dann geh du mit dem, lenk den mal ein bisschen ab. Ja, grüß dich, guten Tag, die Dame. Wie geht's Ihnen? Gut. Ja, wie gut? Wollen Sie nicht wissen, wie es mir geht? Wieso sollte ich fragen, wie es Ihnen geht? Ich frage Sie doch auch. Ich habe gerade ein nettes Plauderstündchen mit deinem Freund und hatten uns ziemlich gut verstanden. Ich dachte, du wärst auch so freundlich. Ich bin auch freundlich, ja. Aber nicht, wenn man meinen Freund so attackiert, wie Ihr Freund das gerade getan hat. Nee, da hast du was falsch verstanden. Das habe ich gerade mit deinem Freund geklärt. Das war der Kollege, der daneben stand und der hat dich dafür entschuldigt. Ja, das meinte ich doch gerade. Aber ich hab ja gar nichts gemacht. Ja, habe ich auch jetzt nicht gesagt. Ich fand's halt nicht so nett, dass dein Kollege da gleich auf uns losgegangen ist. Ja, ja, ja. Ey, hör mal, du scheinst mir eine süße Dame zu sein und du bist auch wirklich ein heißer Feger und dein Freund, der meint auch zu mir, dass er einen kleinen Lümmel hat. Du brauchst, glaube ich, was Anständiges, oder? Wie bitte? Was hat er gesagt? Er meinte, er hat einen kleinen und ich glaube, du brauchst was Anständiges, oder? Und du willst mir jetzt sagen, du wärst der Anständige? Mhm.
Ich hätte da eine gute Flinte. Ich sag's mal jetzt so, ein Gespräch auf diese Art und Weise zu beginnen, kommt nicht gut. Warum ist dein Tang eigentlich da draußen? Hast du nicht kalt? Hast du ein Problem damit? Sag mir einfach Bescheid, wenn du mal was Ordentliches brauchst, dann rufst du mich an, komm ich vorbei und dann zeige ich dir mal was. Okay. Wenn du willst, können wir jetzt sofort einen netten Abend miteinander verbringen. Nee. Mit Sicherheit nicht. Nur ein bisschen so Kaffee trinken, so weiß ich mal, ein bisschen aufgeregt. Ich trinke keinen Kaffee. Was trinkst du denn? Ja, alles, nur kein Kaffee. Wodka? Soll man Wodka trinken? Kein Bedarf. Warum denn? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Sagen wir es mal so. Erstens mal, ich kenne dich nicht. Ich bin der Hans mit dem großen Schwanz. Ja, danke. Und wie heißt du? Brauchst du ja jetzt nicht mehr wissen, oder? Ich nenne dich einfach Carla die Geile, okay? Das solltest du lieber nicht tun. Carla mit den dicken Titten? Junge. Verschwinde am besten. Magst du gerne beschnitten? Verschwinde, aber ganz schnell. Ich hab doch gar nichts gesagt, Baby. Baby, beruhig dich doch mal. Ich sag es dir jetzt noch einmal. Dreh rum und geh. Ich hab doch gar nichts gesagt. Nein, auf diese Art Unterhaltung habe ich gar keine Lust drauf. Verstehst du das jetzt? Ich werde dir mit Sicherheit nicht erklären, wie man mit einer Frau umgeht, beziehungsweise wie man mit einer Frau spricht. Carla, Baby, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Also wenn du jetzt eine ruhige Nummer schieben willst, dann müssen wir uns jetzt hier langsam beeilen. Ich sag mal. So, jetzt bin ich gespannt. Okay, die Flinte wird gelegt. Ich glaube, gleich kommt der. Wett mal, der Hurensohn kommt gleich. Ich verwette meinen Arsch, er wird jetzt kommen. Guck mal, die Pets jetzt. Ja, der hat mich angemacht. Ja, da kommt der. Kollege, was hast du gesagt? Was hab ich denn gesagt, Bro? Ja, sag's nochmal vor meinen Augen hier. Was ist denn vorgefallen? Was hat er gesagt? Ich glaube, da wurde was missverstanden. Nee, mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Ganz einfach, du hast über meinen Freund gesagt, dass er ja kein richtiger Mann wäre, dass er dir das so eben gesagt hat, dass du ein richtiger Mann wärst, weil du der Hans mit dem Schwanz bist. Nein, ich hab gesagt, ich bin Hans mit dem großen Schwanz. Ja, dann halt mit dem großen, ist scheißegal, wie du es gesagt hast. Aber das mit dem Freund, das stimmt nicht. Das habe ich nicht gesagt, Carla. Und das hast du doch gesagt. Bist du sicher? Also, ich glaube, du hast da irgendwas verwechselt. Also, ich sage es dir jetzt mal im Guten. Du solltest dir jetzt genau überlegen. Hermano, mach keine Faxen hier jetzt. Sag einfach genau die Wahrheit. Sonst hau ich dir ein Ding in den Kopf. Du solltest dir jetzt ganz genau überlegen, was du sagst. Überleg es dir ganz genau. Ich warne dich jetzt nur einmal. Überleg es. Dann kommst du auch schon selbst dahinter. Ich glaube, du hast dir die Gehirnzellen weggeraucht. Ich kann mir das nicht anders erklären. Aufpassen, mein Freund. Aufpassen. Bro, du weißt doch, wir haben doch eben korrekt geschnackt. Warte, ich mach mal eine Flipper an. Wir haben doch eben korrekt geschnackt. Also warum soll ich denn plötzlich... warum sollte ich plötzlich sowas sagen? Da ist doch ein Missverständnis. Ich sag's dir mal so direkt. Du solltest jetzt bei der Wahrheit bleiben. Mhm. Weil sonst wirst du nämlich gleich zum Flughafen gebracht. Wenn du verstehst, was ich damit sagen will. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich habe ja diesbezüglich gar nichts gesagt. Hast du es nicht? Hast du nicht? Ich würde dir die Wahrheit sagen. Ich hab mich doch korrekt mit dem Kollegen hier unterhalten. Warum soll ich dann plötzlich so eine Nummer schieben? Aber ich glaube, ihr mehr als dir. Ja, ich verstehe dich. Du hast noch nie eine Frau gesehen, deswegen vertraust du dir natürlich blind. Ist ja logisch, aber das stimmt, wie gesagt, nicht. Du redest dir gerade um Kopf und Kragen. Weißt du das eigentlich? Ich denke, die Dame hat sich einfach in mich verschossen, wenn ich das so sagen darf. Wie bitte? Ich denke, die Dame hat sich einfach in mich verschossen und hat deswegen, denke ich mal, da in dem Bezug... Alter, nein, komm, lass gehen, egal. Dame, ich bin verheiratet, deswegen, das könnte auf jeden Fall zwischen uns nichts werden. Ich weiß, dass Pablo ein Kleiner hat, aber das wird nichts. Pablo? Ja, macht es weiter, ja. Komm her, du kleine Schlampe. Hau sie! Du kleine Schlappe, du! Ja, sie ist dort! Die kleine Schlappe, du! Auf dem Boden, da wo du hinkommst! Pablo, hast du wohl die Füße in die Hand genommen, wa? Du kleiner Lausbube. Dann bring mal deine Perle zum Krankenhaus, du Versager, du. Ja, die Schlampe, dann bring sie mal in den Krankenhaus, die kleine Dorfmatratze. Ja, beeil dich mal lieber.
Weil noch eine Frau wirst du wahrscheinlich in deinem Leben nicht abbekommen. Außer die Ü50 Granny ohne Job und 5 Kinder, die abgehauen sind. Mach Connect neu, dann lebt man wieder, dann ist man direkt im Krankenhaus. Ich lebe wieder. Baby, wie gesagt, ich bin frisch verheiratet, deswegen, ich weiß, du hast gerade... Ich weiß, du hast gerade den Boden geküsst und ich weiß, dass Pablo einen kleinen Lümmel hat. Ich denke, das zwischen uns kann nichts werden, also so mit Tanga draußen und so, das ist mir alles viel zu versaut, so, weißt du, ich meine? Aber was denn, Pablo? Komm, eins gegen eins, hau ich dir einen auf die Fresse. Komm. Ja, komm doch. Ja, Pablo, komm doch. Boah, du starker Mann, Pablo, du. Pablo, du bist ja richtig stark. Boah, zeig's, Pablo. Jawohl, Pablo. Beschütz deine Freunde, beschütz deine virtuelle Freundin. Deine GTA-Freundin. Neu connecten, dann können wir wieder drauf. Ich bin wieder drin, ne? Ich lebe wieder. Pablo, warte, nicht lang. Lass mich reden, Pablo. Ich will's dir erklären. Hallo. Ich hab keinen Bock mehr. Nein, Bruder, bitte. Bitte, es tut mir leid, Bro. Es tut mir leid. Was ist denn? Es war unnötig, Bruder. Ich hatte einen schlechten Tag, so, weißt du, meine Freundin hat heute Schluss gemacht. Bitte nicht schlagen, Bruder. Ich mache nichts. Ich entschuldige mich bei deiner Freundin und so weiter. Aber bitte mach keinen Scheiß. Sorry, Bro. Dann mach. Aber bitte schlag nicht, Bro. Ja, dann mach. Dann entschuldige dich. Ich entschuldige mich. Aber was genau soll ich sagen? Einfach eine Entschuldigung? Ja, einfach so Entschuldigung, ja. Pablo, aber erstmal entschuldige ich mich bei dir, Bro. Das war unkorrekt von mir. Weißt du, ich wurde eben einfach im Flughafen zweimal abgezogen und war ein bisschen pisst, weißt du. Das war unnötig, aber kann ich ja nicht an dir rauslassen, weißt du. Du bist ein korrekter Typ. Okay. Und die Frau hat das auch nicht verdient, weißt du. Du bist ein korrektes Mädchen gewesen, oder? Sorry für die Ausdrücke und so weiter. Ich hoffe, du nimmst meine Entschuldigung schon mal an. Ja, alles gut. Okay, Pablo, ich gehe dann mich bei dir noch entschuldigen, oder ist das nicht nötig? Ja, okay, ja, mach ich. Ja, mach. Ja, die Dame, ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen, weil das, was ich gemacht habe, das war wirklich unterste Schublade. Jetzt auf einmal? Okay. Wie? Okay. Ja, weiter? Ich hätte ja auch gar nicht herkommen müssen. Ich bin wirklich aus Herzen hierher gekommen, weil ich mich entschuldigen wollte, weil Pablo war ein korrekter Typ. Ich war im Flughafen eben zweimal abgezogen und so, deswegen war ich ein bisschen sauer. Aber das war keine richtige Entscheidung, hier meine Wut bei euch rauszulassen, weil ihr beide zwei korrekte Leute seid, so, weißt du? Ich wollte mich auf jeden Fall bei euch entschuldigen und ich hoffe, du nimmst meine Entschuldigung an. Ja, wie gesagt, das nächste Mal musst du halt aufpassen, ne? So wie man in den Wald reinruft, so schallt zurück. Wenn du mir entgegenkommst, von wegen, mein Freund hat einen kleinen Schwanz und du hast einen großen, sorry, da unterhalte ich mich gar nicht mehr mit dir, dann verstehst du? Also das war unterste Schublade. Ja, das auf jeden Fall. Das gehört sich nicht. Das macht man nicht. Ich habe ja versucht, dich zu warnen, aber du hast diese Warnung anscheinend nicht ganz verstanden. Nein, ja, klar. Pablo ist ein starker Mann, aber darum geht's gar nicht. Es geht mir im ersten Ding einfach darum, dass Pablo ein korrekter Typ war und dass eine unkorrekte Aktion von mir so war. Weißt du, das hätte nicht sein müssen. So. Ja. Man hätte da auch ein bisschen... chillen können, freut mich miteinander unterhalten. Pablo hat ja auch den Kollegen jetzt zum Kleidungsladen gefahren, auf korrekter Typ. Und man hätte hier zusammen den Abend ein bisschen abklinken lassen, auf korrekt, so ein bisschen plaudern können, auf nette Themen und so weiter, weißt du? Aber nicht so. Ja, das hätte nicht sein müssen. Ja, natürlich, das war, wie gesagt, sehr unkorrekt und dafür tut es mir auf jeden Fall leid. Ich hoffe, ihr nehmt meine Entschuldigung an. Ja, wenn das nicht mehr vorkommen sollte. Das wird auf jeden Fall nicht nochmal wieder vorkommen. Ja, und was mit deinem Kollegen dahin? Entschuldigt er sich auch, oder? Ja, ich hoffe es. Ich mache mal eine Flipper. Darf ich neben dir rauchen? Ist das schlimm für dich, wenn ich mir einen Flipper mache? Ja. Nö, kannst ruhig rauchen. Ja, sehr korrekt, danke dir. Was soll ich denn gemacht haben? Also, du solltest dich schon bei der Dame auch entschuldigen. Also, das war auch wirklich unterste Schublade von deiner Seite aus. Wie? Du hast doch die ganze Scheiße gemacht. Ich hab, was hast du eben gemacht? Ich hab meinen Bruder verteidigt, mehr auch nicht. Ja, du hast deinen Bruder verteidigt. Warum? Ja, Weil er geschlagen hat. Nein. Ja, aber von der Situation selber habe ich ja nichts mitbekommen. Das hätte nicht sein müssen. Deswegen... Solltest dich wirklich entschuldigen. Du hältst die Schnauze, ja? Ach, guck mal, er beleidigt mich einfach. Das ist wirklich unterste Schublade, was er hier tut. Ja, eben. Guck mal, jetzt pöbelt der mich schon an. Er entschuldigt sich ja nicht mal, was ist das denn? Ja. Pablo, du erwartest doch auch eine Entschuldigung von ihm, oder? Natürlich. Eigentlich schon, ja. Du sollst dir keine Zigarette anmachen, du sollst dich bei der Dame entschuldigen und bei dem Pablo. Ich muss mich hier erstmal abreagieren. Weil ich sage nur so viel, ihr habt euch mit den Falschen angelegt. Ja, das ist mir direkt bewusst geworden, also. Das war mir direkt klar, so, weißt du. Wir müssen weg. Dankeschön. Wir müssen ihn suchen. Oh, Jackpot. Wer kommt denn da? Yo, Pablo, altes Haus. Was geht, Mann? Du hast ein paar Löcher da. Ah, stimmt. Ja. Okay, ich geh mich mal kurz umziehen. Ich komme sofort. Alles gut. Da ist Eschwagen. Alle zu VDMen. Du hast
Pablo, wir haben nur eine offene Rechnung gehabt. Du Arschgeburt, du. Ja, dann liegst du, war gut. Pablinius. Oh, das wird mal zu bunt. Dann machen wir mal die Fliege. Du stirbst. Das ist der nächste Blöden. Oh, ich glaube, wir haben was gewonnen. Geil. Direkt auf einem Schlag, direkt 5, 6 Leute. Genuss, 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 Genuss. Massen vor dem. Ich glaube, Pablo ist für die Maschlöti.